Zeugin Erna Kraft, Deutschland, Rentnerin, 58 Jahre, 107. Verhandlungstag, 2.11.1964. Erna. Ja? Sie sind eine geborene? Kempermann. Kempermann, wie alt sind Sie denn? 58 Jahre. 58 Jahre alt. Sind Sie von Beruf Verwaltungsangestellte? War gewesen, ich. Jetzt Rentenempfänger? War, ja, war ich. Und Sie wohnen wo? In Aurich. In Aurich. Sind Sie mit den Angeklagten nicht verwandt und nicht verschwägert? Nein. Ja. Frau Kraft, Sie sind während des Kriegs verhaftet worden. Ja. Und zwar deshalb, weil Sie einer Aufforderung, in einer Rüstungsfabrik zu arbeiten, nicht Folge geleistet haben. Ja, der eigentliche Grund lag aber früher. Ich habe nach der Kristallnacht 1938 jüdischen Bekannten geholfen. Seit dieser und wurde, also ich bin zu ihnen gefahren nach dieser Kristallnacht und habe ihnen versucht zu helfen. Das ist gesehen worden und ich wurde von der Gestapo verhaftet und man hielt mich 6 Wochen. In Gestapohaft. Seit dieser Zeit hatte ich das Prädikat politisch unzuverlässig. Was ich aber nicht wusste, das erfuhr ich erst, als mein Transportbogen zum Ravensbrücker Konzentrationslager 1940 erstellt wurde. Schon. Ja. Sie sind also verhaftet worden und nach Ihrer Verhaftung sind Sie, wie Sie uns eben sagten, zunächst nach Ravensbrück gekommen. Sie haben in Ravensbrück auch einen Winkel bekommen, und zwar welcher Farbe? Den schwarzen Winkel. Den schwarzen Winkel. Und sind nach einiger Zeit, und zwar etwa im März 1942, nach Auschwitz transportiert worden. Ganz recht. Das stimmt so. Es kam also zu der Zeit, als wegen Arbeitsverweigerung verhaftet wurde, wurde für dieses Delikt noch der schwarze Winkel gegeben, erst der 41, den roten. Aha. Und als Sie nun in Auschwitz ankamen, bekamen Sie welche Häftlingsnummer? 279. 279 und bekamen dort welchen Winkel? Auch den schwarzen Winkel. Auch zunächst ja, den schwarzen. Das blieb, ja. Das blieb. Ja. Und nachher wurde der schwarze Winkel in einen roten umgeändert. Ja, das sollte. Das stand auch überall geschrieben, aber ich habe da wenig Wert drauf gelegt. Ja. Und der schwarze Winkel bedeutete? Ja, an sich ist das ja, der schwarze Winkel war an sich ja asozial. Asozial. Also arbeitsscheu. Arbeitsscheu. Ja. Aha. Nun, Sie waren in Auschwitz vom März 1942 bis wann? Ich bin am 26. März, ich glaube, es war der 26. März. Eingeliefert worden und am 6. Dezember 1943 entlassen worden. 44. Ja. Sie hatten einmal gesagt, bei Ihrer Vernehmung am 6. Dezember 1943 wurde mir vom Lagerkommandanten eröffnet, dass ich entlassen werden sollte, was dann tatsächlich auch nach dem Ablauf eines Quarantänemonats geschah. Ja, ich war ja ein Jahr vor dem Lager dienstverpflichtet, und zwar wegen politischer Unzuverlässigkeit. Ja, Frau Zeugin, damit wir uns zunächst nicht missverstehen, sind Sie nun am 6.12.43 formell von dem Lagerkommandanten entlassen worden und nach einem Monat Quarantäneaufenthalt auch wirklich entlassen worden? Oder war das erst 44? War doch wohl 43. Denn im Januar 1945 ist ja schon das Lager. Auschwitz evakuiert worden, ja. Also über ein Jahr war ich da. Über ein Jahr waren ja. Sie da. Vom März 1942 bis Ende 1943. Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Nun, Frau Zeugin, was haben Sie denn in Auschwitz gearbeitet? Sie waren also dort vermutlich zunächst
Nein, doch nicht. Sie sind gleich eingesetzt worden. In welcher Tätigkeit? Also wir waren etwa 2 Stunden in Auschwitz. Und zwar, es war vom Männerlager abgeteilt worden, unser Lager Block 1. Von 1 bis 10. Ja, im Stammlager. Stammlager. Ja. Und da begann der erste Judentransport. Und dann kam der Grabner, der war von der Polizei, das wusste ich, wussten ja alle damals nach nicht, zwei war. Stunden nicht, was eigentlich los war. Also, und die suchten, nein, Moment, ich möchte mich berichtigen. Die Registrierungen begannen nicht am selben Tage. Die begannen erst einige Tage später. Also die Registrierung der ankommenden Häftlinge, die jüdischen Häftlinge. Ja, und da kam damals die Oberaufseherin zu Ihnen, ja, die Frau Langenfeld? Nein. Nein? Der Grabner kam dann und suchte Häftlinge aus, die in der politischen Abteilung die Registrierung vornehmen hatten, wovon ich die Einzige war mit schwarzem Winkel. Ja. Ja, und Sie wurden also dann eingeteilt in die politische Abteilung und wurden dort als Schreiberin verwendet. Ja, so war's. So war's. Und dort sind Sie tätig gewesen, bis wann? Ja, bis wir ins Lager Birkenau kamen. Und das war wann? Etwa im Juli oder August 42. Ja. Und da wurden Sie dann beschäftigt in der Häftlingsschreibstube Birkenau. Das genau ist wieder. Waren Sie auch mal in der Strafkompanie? Ja. Und warum? Wegen Judenbegünstigung. Wegen Judenbegünstigung. Und zwar im Lager? Ja. Begangen. Es war nämlich so, das ist eine sehr schwierige Geschichte zu erklären. Ich hatte nun die Häftlingsschreibstube und bei mir arbeiteten Jüdinnen. Und es wurden doch jeden Tag Selektionen gemacht. Und die Häftlinge wurden, die Ankommenden wurden auch wieder bei uns registriert. Und ich habe dann sehr viele Hunderte, könnte man sehr viel mehr Häftlingskarteikarten verschwinden lassen. Und so entstand ein ziemliches Durcheinander, weil damals ja noch nicht tätowiert wurde. Und so gab es lebende Tote und tote Lebende im Lager. Das führte dazu, dass der Zählappell nie stimmte. Und zwar weder der Morgen- noch der Abendappell. Ja. Und dann kam man dann darauf, dass ich dieses Wirrwarr hervorgerufen haben musste, um irgendwelchen jüdischen Häftlingen zu helfen. Ich will Ihnen das erläutern. Wenn angenommen die Lagerstärke, sagen wir, 10.000 war und Selektionen waren gewesen und 1.000 kamen in die Gaskammer, mussten ja beim Zählappell 1.000 fehlen. Ja. Ja. Und es waren aber dann sehr täglich mehr. 17, 20, 25 und 30 mehr da, ja, die wir aus diesen zählenden Haufen herausgeholt hatten und wieder ins Lager hineingebracht hatten. Ja. Nun, Frau Zeugin, bei der politischen Abteilung waren Sie in welcher Unterabteilung beschäftigt? Ich habe, nachdem die Registrierungen in Auschwitz im Stammlager begonnen hatten, waren wir zunächst, ich glaube, es war Block 3, dann kam, nein, 2 oder 3, wir kamen jedenfalls nach Block 4 und da bekam ich den Auftrag von Grabner, ein Hauptbuch zu führen. Es war ein ziemlich dickes Buch, so dick,
Mittlerweile waren aber doch täglich, Anfang 1942, laufend weiter Häftlinge gekommen. Und wir haben ja erstens nur auf Karteikarten registriert, dann aber musste... Das umgeschrieben werden auf das Hauptbuch. Und das, das machten Sie. Wurde mir übertragen. Ja. Und ich stand also da an einem Pult und schrieb, musste nun alles nachholen. Ja, nun sagen Sie bitte, wie nannte sich diese Unterabteilung von der politischen Abteilung? Ja, also wie ist die Aufnahme? Die Aufnahme. Das war die Aufnahme? Das war die Aufnahme. Und wer war der Leiter dieser Aufnahme? Ja, an sich war es Grabner. Na, Grabner war ja der Chef der gesamten politischen Abteilung. Ja. Wer war der Chef der Aufnahme? Aber dann kam Stark. Dann kam Stark. Wann war das ungefähr, wie Stark kam? Ja, nicht sofort. Also das, die Zeit kann ich nicht mehr angeben, aber er war nicht sofort da. Nicht sofort da. War er dann ununterbrochen da, solange Sie dort waren? Ja. Oder war er auch ab und zu mal abwesend? Nein, also soweit ich das Hauptbuch geführt habe, in dieser Zeit, wie wir in, da meine ich, wäre er immer da gewesen. Also ich bin der festen Überzeugung, dass er immer da war. Mhm. Und Sie haben das Hauptbuch geführt bis zum März 42, wo Sie rüberkamen? Ja. Bis zum März 42, ja. Nein. Von März 42. Von März 42? Bis Juli, August 42. Also Sie kamen erst im März 42 hin, richtig. August 42 bis wann? Ja, das Hauptbuch ging ja mit nach Birkenau. Etwa ein Jahr. Das Hauptbuch ging mit, ja. Mit nach Birkenau. Das führten dann aber, dann wurden wieder die Karteikarten in Birkenau ausgeschrieben und auch wieder ins Hauptbuch übertragen. Ja, das müssen wir doch jetzt nochmal feststellen. Also Sie sind im März 1942 hingekommen und haben gesagt, im August 1942 kamen Sie nach Birkenau. Ja. Das heißt also, Sie haben wie lange nun das Hauptbuch geführt? Sie sind im März hingekommen. Da hatten Sie zunächst diese Karteikarten. Ja. Und dann bekamen Sie das Hauptbuch und im August 1942 kamen Sie nach Birkenau. Ja. Sie können also praktisch dieses Hauptbuch nur geführt haben von frühestens April bis August. Ja, wir haben es ja mit nach Sie haben es mitgenommen nachher. Ja. Nein, ich meine jetzt nur die Zeit in Auschwitz I. Ja. Das war also ungefähr ein paar Monate von April bis August. Ja. 1942. Mhm. Und in dieser Zeit, sagten Sie, war auch Stark dort. Ja. Und Stark war der Leiter dieser sogenannten Aufnahmeabteilung. Hat Stark Ihre Tätigkeit und Ihre Arbeit überwacht? Ja. Wie sah denn Stark damals aus? Er war ein schlanker Bursche. Wie alt ungefähr? Also ich habe an dieses Bürschchen, war vielleicht damals 20 Jahre. Ja. 20. Und welche Haare hat er gehabt? Rotblond. Und welche Augen? Hellblau. Hellblaue Augen. Und er kam und hat Ihre Arbeit überwacht? Ja. Ja. Nun, können Sie sich noch entsinnen an eine Jüdin, und zwar eine slowakische Jüdin mit dem Vornamen Flora? Ja, leider. Bitte? Leider, ja. Flora, den Nachnamen wissen Sie nicht? Nein, der ist im Hauptbuch, also die ersten 1000 waren wir Deutschen, die wir von Rahn haben. Und die kamen dann ziemlich früh. Sie war eine ältliche, sehr bescheidene, sehr ängstliche Frau. Was vorausgegangen war doch, dass sie erstmal all ihre Haare beraubt wurden, ihre Haare wurden geschoren und sie kamen in alte Russenanzüge und sie wurden in dem sogenannten Bad
wo ihnen die Haare geschoren wurden. Und diese entsetzlichen Ereignisse, dadurch war diese Frau vollkommen verwirrt. Ganz, also was wir ja täglich immer wieder erlebten, aber diese Frau war dann besonders, sagen wir, labil und sie war also wirklich sehr ängstlich. Sehr ängstlich? Ja. Ja, und was geschah denn mit dieser Frau? Ja, Stark kam nun jeden Tag, also erstmal kontrollierte, das Erste, was er machte, er kontrollierte mein Hauptbuch, wie weit ich war mit der Nacht dran, dass ich up-to-date wurde. Und dann war es ihm eine sehr liebe Gewohnheit, die ankommenden, so geschundenen Häftlinge zu traktieren. Mit Worten oder mit und auch zu schockieren durch sein besonderes, brutales Verhalten diesen Menschen gegenüber. Und so kam eines Tages auch diese Flora. Darf ich Ihnen das einmal beschreiben? Hier war ein Fenster, hier stand mein Pult. Hinter mir war die Tür, es ging einige Stufen runter, also war hier das Fenster und wir konnten, dort war das Tor, wo Stark jeden Tag erschien, oder Aumeier oder Grabner und so weiter. Und nun war Stark im Raum, wo registriert wurde. Er kam gerade von meinem Harpu, da kam diese Flora an die Reihe. Und da brüllte er sie an, wie heißt du? Und sie nannte ihren Namen. Lauter. Und sie nannte wieder ihren Namen. Und lauter. Und lauter. Die Frau konnte gar nicht mehr. War unmöglich. Sie konnte gar nicht lauter schreien, ihren Namen schreien. Also angeblich verstand er ihren gezitterten Namen nicht. Aber dann schrie sie laut und immer wieder. Und dann kam eine Szene, die ich nie vergessen werde. Da sagte er raus, der brüllte sie dann an raus, vor mein Fenster. Er trat sie, also hinter der, da war so ein kleines Flürchen. Hier war noch diese Tür, kleine Flügel, drei Stufen. Sie blockt vier Sehen, wenn Sie das so plastisch erkennen, wie ich es Ihnen jetzt sage. Er trat sie, dass sie... Die Stufen runterfielen. Also er trat sie derartig brutal, dass sie fielen. Da musste sie sich neben mein Fenster stellen und sollte 100-mal rufen, also ihren Namen rufen. Dann kam er zu mir und sagte, ich solle aufpassen, wie oft, also dass sie 100-mal ihren Namen da draußen ruft. Er ging weiter durch den Raum zu den Registriertischen, wo die übrigen Häftlinge saßen, registrierten. Hildegard Schuler zum Beispiel, Gina Schulow. Und dann kam er plötzlich zu mir an meinen Tisch gesprungen, also er hatte eine so katzenhafte, sprunghafte Art. Und wie oft hat die da draußen gerufen? Und es ging an diesem Tage, es war kalt, es war nass, sehr windig vor allen Dingen. Und die Frau stand nun vor meinem Fenster und schrie dauernd ihren Namen. Um die da draußen zu erlösen, fragte er mich, wie oft diese Frau Flora ihren Namen gerufen hat. Na, da habe ich gesagt, annähernd 96 Mal, weil die Zeit aber sehr kurz war. Da schrie er mich an und sagte, was? Rannte raus, fragte die vor dem Fenster stehende Frau, wie oft sie den Namen nun gerufen hat. Und die sagte ihm die richtige Zahl, das war weit weniger. Da kam er zu mir reingerannt. Und zu mir und sagt, wie oft hat die da draußen gerufen? Und dann brüllte er mich an,
stuckte mich, wie er das so in der Gewohnheit hatte, und sagte, wieso ich ihn belogen hätte. Da habe ich gesagt, ich habe eben 96 Mal gezählt. Und er hat heraus, daneben stellen, ich darf meine Vorgesetzten nicht belügen. Da ich nun schon sehr lange im Lager war, doch immerhin schon 2 Jahre Ravensbrück hinter mir hatte und von Stark und Genossen ziemlich viel gewohnt war, war mir alles einerlei und habe gesagt, das mache ich nicht. In dem Moment sah ich, wie ich schon beschrieben, man konnte sehen, wer kam. Grabner und Aumeier kamen. Okay. Also ich muss sagen, wenn Grabner dabei war, dann war er einigermaßen gemäßigt, gemäßigter, wie sonst, wenn er alleine war. Und ich sah, Aumeier und Grabner kommen. Und ich habe gesagt, ich mache das nicht. Und er brüllte, er fasste an seine Pistolentasche, was bei ihm, wie wir wussten damals schon, sehr leicht, das Ding ging leicht bei ihm los. Und in dem Moment kamen Grabner und Aumeier rein. Und was ist hier los? Und dann hat er das gesagt, also die weigert sich da rauszugehen, was ist das? Und dann hat der Grabner gesagt, lassen Sie das, die soll ihr Hauptbuch führen. Die muss das arbeiten. Das, ja, na so, ne? Und der Aumeier, der nannte uns ja nur bis Mistbienen, der Untersturmführer. Also jede Frau war, also Mistbiene war der Lieblings- und Magenausdruck für den Frauen. Ja, für uns ja. Alle. Und dann ging Grabner wieder weg. Und jetzt kommt dieses Niederträchtige dabei. Grabner ging weg mit Aumeier. Und der Stark kam nach kurzer Zeit wieder rein und sagte, nach dem Zählappell soll ich in die Schreibstube gehen und 100-mal aufschreiben, ich darf meine Vorgesetzten nicht belügen. Ich durfte die Häftlingsschreibstube ohne Aufseherin ja nicht betreten. Also ich wäre dafür furchtbar bestraft worden. Das war dem Herrn Stark natürlich genau bekannt. Und wir hatten eine Lagerläuferin, Eva Weigelt, die wohnt heute in Leipzig, ist verheiratet mit einem Herrn Laube, die rannte zur Oberaufseherin Langenfeld, denn die Lagerläuferin durften so durchs Tor. Der erzählte ich, was vorgekommen war mit Stark. Und da kam die Oberaufseherin Langenfeld mit der Lagerläuferin zurück, ließ sich von mir nochmal sagen, was vorgekommen war. Und daraufhin verbot sie mir diese Strafarbeit. Am anderen Morgen kam ganz früh schon Stark Strafarbeit. Und so, ich habe keine. Ich habe gedacht, der zerspringt in der Luft. So wütend wurde der. Wie gesagt, die Oberaufseherin hat es mir verboten. Und in dem Moment kam auch die Oberaufseherin. Langenfeld. Und sie hat ihm das bestätigt. Ein paar Tage später, ich kann nur nicht sagen, handelt sich das nun um einen Tag oder um 2 Tage nach diesem Vorfall, jedenfalls kurz drauf, stand ich an meinem Pult und sah den Stark vorbeigehen mit dieser Flora. Die habe ich mir natürlich durch diese Vorfälle genauestens eingeprägt, währenddem das ja oft bei den ankommenden Häftlingen gar nicht möglich war. Und er ging mit ihr durchs Tor.
Es dauerte eine Weile, da kam er wieder. Da sagte er mir so: Die habe ich erledigt und du bist die Nächste. Ich finde schon einen Grund. Verlass dich drauf. Und haben Sie nachher... Also er hat mir ganz deutlich erklärt, nicht nur mir, auch alle anderen, die in der Schreibstube betätigt haben, wissen das, dass er gesagt hat, er hat die Jüdin erledigt. Ja. Oder höchstpersönlich sogar oder so ähnlich. Also jedenfalls war es unmissverständlich. Haben Sie denn nachher auch den Tod dieser Frau im Hauptbuch irgendwie vermerkt? Er müsste drinstehen an sich. Ich kann das aber nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber er müsste drinstehen. Das Hauptbuch soll, so viel ich weiß, vorhanden sein. Tja. Dann andere Sache. Währenddem ich noch am Hauptbuch schrieb und in dieser Abteilung war, kam eines Tages die jüdische Blockälteste von Block 10. War das damals schon der Versuchsblock? Oder wurden damals noch keine Versuche gemacht? Nein, damals das waren damals immer noch Ankommende. Also, und die Blocks nach der Reihe wurden, wie sie kamen, wurden belegt bis 10. Und die, währenddem ich da, also ich stand, das wusste ja jeder, und dass ich da schrieb, und man sprach ja auch mit den Häftlingen, und wenn man gut zu ihnen war, und oder wenn auch mal ein gutes Wort oder so, das hat sie immer getröstet, und das war ihm immer gut. Und eines guten Tages, also ich stand an meinem Pult, an dem Fenster, da kommt die jüdische Blockälteste vom Block 10 und sagt zu mir: Willst du mal was sehen, dann komm schnell. Und so ohne weiteres konnte ich ja aus der Schreibstube nicht weg. Ich musste mir erst eine Karteikarte nehmen von Block 10 und Aufseher und fragen, darf man ihm ja, und dann hinter der her. Und wir gingen nun, was sie nun, die guckte sich immer um nach mir, also es war so eine Eile, ich denke, wie wundert, was will sie nur? Was sie wollte, hat sie mir nicht gesagt. Und sie rannte vor mir die Treppen rauf, und da waren die Wände verscharrt. Die Fenster? Die Fenster verscharrt. Aber die Häftlinge hatten Astlöcher rausgestoßen. Und da zeigte die Blockälteste, nachdem ich nur hinter ihr angekommen war, zeigte da auf das so ein Astloch. Und da lag ein Stapel Männerleichen, nackt, welche standen an der Wand, und da stand das, wo die geschossen. Da war stark auch bei. Haben Sie auch gesehen, wie Leute erschossen worden also sind? Also ich will Ihnen das genau erklären. Ich habe, da ich ja nur ahnungslos war, was die nun... Ich war im Block 10 noch nicht gewesen, was da eigentlich los war. Denn diese Blocks waren alle fürchterlich überfüllt, auch Ungeziefer, Flöhe, Myriaden von Flöhen. Also tunlichst möglichst ging man gar nicht in so einen Block, weil man mit seinem eigenen genug zu tun hatte. Und der zeigte die da auf das Astloch, und ich gucke da durch und sehe mit dem Blick, das war Astloch, man kann schon ganz schön durchgucken, ne? Die Männerleichen, da wie die anlichten, und da die an der schwarzen Mauer, ich habe mich vor Entsetzen erbrochen. Da waren aber außer denen, die an der Mauer standen, noch mehrere da. Was, Häftlinge oder? Häftlinge. Und was taten die? Und ich, in dem Moment, wo ich da durchguckte und das erfasste, erbrach ich mich. Ja. Und dann habe ich doch geguckt. Da waren die schon weg, und da war Wals weg. Da lagen ja bloß ein riesiger Stapel Männerleichen Verschichtet. Schichtet,
Na, wie man Festmeter Holz aufschichtet. Dann stand da noch so ein Ackerwagen. Das ist so ein Ackerwagen. Und die Häftlinge waren schon dabei, diese Leichen da drauf zu werfen. Ein Schwung und darauf und oh. Das war furchtbar. Ja. Und da, bei dieser Exekution war Herr Stark auch dabei. Ja, und wie Sie ihn nun gesehen haben, hat er da geschossen? Oder hat er ein Gewehr dabei gehabt? Ja. Ein Gewehr hatte er dabei? Also das auf alle Fälle. Ein Gewehr hatte er dabei, das haben Sie gesehen? Ja. Wie sah denn das Gewehr aus? Ja, wissen Sie, ich sagte Ihnen doch, ich erbrach mich. Ja. Und dann blaffte das immer so komisch. Ja. Ich bin technisch vollkommen unbegabt, also Gewehr, ich denke mir, wie die das alle gehabt haben, aber... War es klein oder groß? Besonders groß, besonders klein? Das ist Ihnen nichts aufgefallen? Das kann ich nicht sagen, also besonders groß. Wie hat es denn der Stark in dem Augenblick, als Sie ihn gesehen haben, gehalten? Hat er es da auf dem Rücken oder hat er es in der Hand oder unterm Arm? Oder wissen Sie, können Sie sich an das Bild noch erinnern? Ja, ich möchte keinem Unrecht tun, aber er legte an. Er legte an? Ja, da er aber nicht alleine, da war noch mehr. Und wie weit stand er denn da ungefähr entfernt von denjenigen, die da erschossen worden sind? Oh, Kinder, der Hof, so riesengroß war dieser Hof nicht. Und stand er direkt hinter Ihnen oder stand er einige Meter davon Nein, fort? Die Todeskandidaten standen hier. Wenn man mal also sagen wollte, dass dieser Tisch da die Wand gewesen wäre, nicht? Da standen die Todeskandidaten doch unmittelbar da dran. Ja. Nicht? Ja. Unmittelbar daran. Ja. Und wo hier im Raum ungefähr stand dann wohl Stark? Na, vielleicht an der Mauer. Sie dachten also, diese Entfernung hier? Also ich kann das nicht genau sagen. Sie wissen es nicht mehr genau. Das weiß ich nicht. Ich war nur so wahnsinnig entsetzt, denn kurze Zeit nach dieser Sache ging er pfeifend durchs Lager. Hm. Also das ist das etwas gewesen, was er konnte ja nicht ahnen. Dass Sie das gesehen haben? Nein. Aber darüber besteht kein Zweifel? Kein Zweifel. Uns heute Vormittag. Seien Sie, Herr Direktor, darf ich mir nur die Bitte erlauben, dass ich nun zumindest heute zum Ende der Sitzung die Protokolle bekomme, die auch Grundlage der heutigen Zeugenvernehmung sind, denn die Verteidiger haben es mir bisher immer noch nicht weitergegeben. Ich weiß nicht, wo die Sachen sich befinden, Herr Direktor. Also ich habe hier die Abschrift von Protokollen aus anderen Akten. Die hat mir die Staatsanwaltschaft überlassen. Und das ist die Grundlage der Vernehmung für heute. Ja. Und der Herr Berichterstatter sagt mir eben, dass er diese Protokolle zunächst selbst noch benötige. Sie könnten sie eventuell am Mittwoch haben, ja, wenn Sie mir sie am Mittwochabend wieder zurückstellen könnten. Ja, das sind sämtliche Protokolle zu dem Beweisantrag der Staatsanwaltschaft vom 22.09., ja? Ja. Aha, danke schön. Herr Direktor, ich möchte nur vorsorglich darauf aufmerksam machen, Herr Professor Alexejew befindet sich auf Anweisung des Gerichts im Saal. Wenn sie ja, Herr Professor Alexejew, ich habe mir sagen lassen, dass die Protokolle noch nicht, die Ablichtungen noch nicht zu Ende abgelichtet worden sind. Wir können Sie also deshalb heute doch nicht noch weiter befragen. Darf ich Sie bitten, dass Sie am Donnerstagvormittag noch mal hierher kommen, vielleicht um 8:30, ja? Ja, da brauchen Sie heute nicht zu warten. Wollen Sie die Unterlagen mitnehmen? Also, Frau Zeugin. Bitte? Ist sie da? Ja. Frau Kapkajew, ja. Darf ich Sie bitten, noch hier zu bleiben, weil wir noch zwei Zeugen, noch einen Zeugen nachher noch zu vernehmen haben, Stenking, ja?
Frau Zeugin, Sie hatten uns zuletzt geschildert, was Sie vom Block 10 aus gesehen haben an der schwarzen Wand. Nun haben Sie während Ihrer... So, wir wollen zunächst bei Stark stehen bleiben. Sie haben uns heute Vormittag den Vorfall mit der Frau Flora erzählt. Und bei dieser Gelegenheit hat Ihnen ja auch Stark Vorwürfe gemacht. Nein, das geht nicht. Vorhalt gemacht, da Sie nicht richtig gezählt haben sollen. Hat er Sie bei dieser Gelegenheit auch geschlagen? Ja. Und womit hat er Sie geschlagen? Mit der Hand. Mit der Hand. Hat er Sie auch einmal mit etwas anderem geschlagen? Ja. Oder hat er die Flora mit etwas anderem geschlagen? Die Flora hat er getreten, herausgetreten. Ja, das sagten Sie. Aber dass er mit einer Peitsche oder mit einem Stock Sie geschlagen hat, das kommt nicht, das haben Sie nicht gesehen. Nein. Nein. Das hat nur Boger getan. Boger? Na, was haben Sie denn von Boger gesehen? Darf ich dazu, um mich verständlich zu machen, ja, etwas weiter ausholen? Bitte schön. Wir hatten im Lager eine ziemlich rege Widerstandsbewegung. Ja. Es ist ja bekannt, oder ich denke, es ist bekannt, dass die Aufseherinnen, die wir hatten, sehr schlugen. Schlug? Sehr, die Aufseherinnen, die uns im Frauenlager Birkenau bewachten, ja, bei jeder sich bietenden und Möglichkeit sehr schlugen. Jetzt waren doch die jüdischen Häftlinge gekommen mit ihrem ganzen Gepäck und so weiter, was zum Teil in Birkenau gelagert wurde. Ja. Aus diesen Sachen, die Aufseher traten an die Häftlinge heran, sie wollten also dies oder jenes gerne haben. Und damit dieses brutale Schlagen aufhörte, haben wir diese Aufseherinnen meistens mit diesen Dingen gekauft. Und zwar war das nicht, das verlief unter einem gewissen Ritus, dass zum Beispiel, also wenn ich einer Aufseherin etwas gab, ja, sie aber dann, wenn sie es genommen hatte und fort damit war, also beispielsweise am nächsten Tag ihr gesagt habe, also falls mir nun was passiert, wissen davon noch zwei andere ihnen nicht bekannte Häftlinge, also sie fliegen auf alle Pille auf. Und so war es mit einer Aufseherin, war wieder einfach ein Transport gekommen und da hatte sich diese Aufseherin einen Persianermann über die Seite gelegt. Und diese Aufseherin wollte ihn gerne haben. Ich habe gesagt, ja, also alleine weiß nicht, hier sind so viele dabei, das ist so gefährlich und so, hat man erst ein bisschen gezögert, aus taktischen Gründen. Und dann bin ich wieder zu ihr hingegangen, nachdem ich den anderen Häftlingen Bescheid gesagt hatte, um was es sich handelte, die nun noch Bescheid wussten, habe ich ihr gesagt, ja, wir binden Ihnen diesen Mantel heute Abend und das Kepp. Also wenn die rausgingen, nicht? Die trugen das so weichen Hosenröcke und weite Kepps, was auch geschehen ist. Diese Aufseherin war also für uns Häftlinge ausgeschaltet, sie schlug nicht mehr. Das heißt, sie konnte nicht mehr schlagen, weil... Weil sie es in der Hand hatten. Ja. Und es begab sich nun plötzlich eines Tages wurde ich zu Boger gerufen. Wer Boger im Lager war, das wussten natürlich alle. Er war als Schläger bekannt. Und wir weiblichen Häftlinge hatten ja an sich wenig mit Boger zu tun.
Aber in diesem Falle wurde ich zu Burger gerufen. Und zwar war das sein Zimmer im Männerlager 1. Das war ein langgestreckter Barackenbau. Und da warteten, und wenn man da ankam, also von Birkenau wurde ich da hingebracht, dann musste man uns stehen. Und die Aufseherin ging mit mir rein zu Burger und sagte, draußen stehen bleiben, bis sie ruft. Und das Stehen dauerte Stunden. Aber mit mir standen da draußen noch viele Männerhäftlinge. Und es geschah aus dem Zimmer, jedes Mal, wenn ein Häftling zu Burger ins Zimmer gerufen wurde, war bald darauf ein schreckliches, fürchterliches Geschrei und Schlagen zu hören, die Hiebe, die da ausgeteilt wurden. Also ich wartete nun und hab das alles, ich kam zuletzt dran, es war furchtbar, und dann war Burger. Da war eine Tür, links war eine Matte. Wenn man da reinkam, musste man sich melden und stramm stehen. Und dann sagte Herr Burger, was weißt du von dem Pelzmantel von der Aufseherin? Also der Mann, der da rausgegangen ist. Ich habe gesagt, ich weiß nichts. Und was für ein Pelzmantel sprechen Sie, ich weiß es nicht. Und so nahm er mich ins Verhör. Er blieb vorerst am Schreibtisch sitzen. Der Schreibtisch stand so ein bisschen, hier waren die Fenster, der Schreibtisch stand so ein bisschen quer. Und ich stand nun hier neben der Tür. Und er hat mich gelöchert, zu sagen, dass die Aufseherin diesen Pelzmantel bekommen hat, wie das ja in Wirklichkeit auch war. Aber ich habe natürlich gar nicht daran gedacht, dem Burger das einzugestehen. Konnte kommen, was wollte. Genauso wie ich mich geweigert habe, wie der Stark damals zu mir sagte, ich soll mich daneben stellen und dann mal rufen, ich darf meine Vorgesetzten nicht belügen. Also es gibt Momente, dass er meint, es ist alles einerlei. Und außerdem war es ja auch so, Widerstandsbewegung, Schweigen war Pflicht und sie wurde auch verschwiegen. Denn wenn ich geredet hätte, die Aufseherin wäre vielleicht bestraft worden, aber ich wäre da sofort auch weggegangen. Das war mir doch vollkommen klar. Plötzlich stand Burger auf, nach diesem langen Verhör, das ging sehr ziemlich lange hin und her, und zog unter seinem Schreibtisch eine Peitsche weg. Er kam ziemlich langsam auf mich zu, ich stand doch, also wie gesagt, an der Tür, und wedelte mir haarscharf immer mit der Peitsche, mit wuchtigen Schlägen, vor dem Gesicht herum. Also gesteh, sage das. Du weißt, ich weiß genau, du weißt das. Ich sagte, ich weiß es nicht. Und im nämlichen Moment schlug er mir diese Peitsche zweimal durchs Gesicht, sie so ein Gesicht hatte. Ich war zur Unkenntlichkeit, wie ich nach Birkenau zurückkam, das können Häftlinge, die sicher noch leben, bestätigen. So habe ich ausgesehen, so hat er mich fertig gemacht. Wenn der Burger hier im Saal ist und er sollte gehfrei werden und ich sollte leben, noch leben, diese Peitschenhiebe bekommt er von mir zurück. So wahr mir Gott helfe. Das war eine so entsetzliche Strafe und mit einer solchen Wucht geschlagen, dass es ist, wenn mein Gesicht beleuchtet wird, heute unter starkem Licht, sehen Sie noch die Nerven. Das war Herr Burger. Und Sie haben den Burger auch wiedererkannt aufgrund der Lichtbilder, die Ihnen seinerzeit vorgelegt worden sind? Ja, unbedingt.
Wo er jetzt sitzt, weiß ich nicht. Ich habe auch Herrn Stark noch nicht gesehen. Mhm. Herr Stark. Er sah aus damals wie ein Orang-Utan. So benahm er sich und so schlug er. Wer? Und der Boga. Also diese Schreie vor meiner Vernehmung. Fragen Sie den Herrn Boga jetzt in meiner Gegenwart. Die Sache mit dem Pelzmantel kann ihm unvergessen geblieben sein. Ob er den Mut hat, die Wahrheit einzugestehen. Ich wundere mich überhaupt, dass Sie früher den Mut hatten, Frauen derartig zu schlagen, Menschen, hilflose, wehrlose Menschen zu quälen und zu schlagen und heute nicht dieses, das, was Sie getan haben, dass Sie dafür einstehen. Das begreife ich einfach nicht. Haben Sie außer Stark und Boga auch den Angeklagten Bednarek gekannt? Ja, und zwar gut. Wieso? Emil Bednarek war ein Häftling. Also ich habe ja im Frauenlager gelebt und Emil Bednarek war im Männerlager, also so, ne? Aber nach meiner Entlassung, wie ich Ihnen geschildert habe, also die haben ja damals mich verhaftet wegen Arbeitsscheu. Ein Jahr musste ich auf Bewährung da bleiben und wurde dann Verwaltungsangestellte. Und zwar war Auschwitz das einzige KZ, so viel ich weiß, was eigenen Amtsbezirk hatte. Und in diesem Amtsbezirk war ich angestellt als Verwaltungsangestellte. Und zwar im Einwohnermeldeamt. Da war auch ein Unterscharführer Damm, der ist heute irgendwie Bürgermeister. Er muss aus der Gegend um Kaiserslautern stammen. Das hat er mir nämlich selbst gesagt. Dieser Unterscharführer Damm war aber ich kann über ihn nichts sagen. Er war anständig. Obschon ich entlassener Häftling war, ich durfte Auschwitz nicht verlassen. Wenn ich mal zum Beispiel Einkäufe machen wollte oder so, musste ich zur Kommandantur gehen und musste mir dafür eine Bescheinigung holen. An der Bahnsperre in Auschwitz, das können Ihnen die Herren hier alle sagen, die waren besetzt mit SS, mit Waffen-SS. Ja, und bei dieser Gelegenheit haben Sie Bednarek kennengelernt? Nein. Ja, also bei dieser Gelegenheit. Und ich habe gleich, nachdem ich in Auschwitz tätig wurde, mit den Häftlingen im Lager Kontakt aufgenommen. Und zwar habe ich ihnen besorgt Medikamente, die sie dringend benötigten und so weiter und so fort. Und der Emil Bednarek war die Eva Weigel, können Sie sich erinnern, die ich Ihnen eben geschildert habe, die Lagerläuferin, die der damals zur Oberaufseherin Langfeld gerufen hat. Ja, wegen der Starksache. Die war mit dem Emil Bednarek befreundet. Und wie ich nun frei war, also vor dem Draht, und ich hatte Kontakt mit den Häftlingen draußen, da hat in irgendeiner Form mir irgendjemand mal gesagt, der Bednarek wollte gerne Post nach draußen haben. Also Post zu dieser Eva Weigelt. Und da die Eva Weigelt mir damals geholfen hat in dieser Sache, habe ich den Emil Bednarek, ich glaube sogar furchtlos und mutig, er war in einer Kleiderkammer oder in irgendeiner Kammer, da habe ich ihn gesucht und da hat er mir Post gegeben, die ich auch besorgt habe für Eva Weigelt. Wenn er hier ist, können Sie ihn fragen. Ja, aber sonst wissen Sie von ihm nichts? Nein. Wie er sich den Häftlingen gegenüber benommen hat? Und nein, davon kann ich überhaupt nichts sagen. Ich weiß nur, dass er mit dieser Eva Weigelt, die heutige Frau Laube, befreundet war und der hat mir dann Post gegeben. Und ich habe sie auf demselben Wege besorgt wie alle anderen Post von Häftling nach draußen. Und ich möchte fast sagen, dass durch mich die ersten authentischen Nachrichten
nach draußen gegangen sind. Ich kann Ihnen sagen, dass Dr. Ludwig Soswinski, der auch ein Häftling der Widerstandsbewegung war, in Auschwitz in Wien wohnt. Er ist ein Freund von Dr. Dürrmeier. Und dass es auch ich dem von ihm Post besorgt habe. Das war natürlich alles, das spricht sich heute alles so sehr leicht auf. Aber es war eine lebensgefährliche Arbeit. Sind von Seiten des Gerichts noch Fragen zu stellen? Nein, Herr Staatsanwalt. Herr Rechtsanwalt Rabe. Herr Rechtsanwalt Dr. Kaul. Die Verteidigung. Frau Zeugin, können Sie heute noch angeben, von welcher Stelle Sie seinerzeit eingewiesen worden sind nach Auschwitz? Haben Sie meine Frage verstanden? Ja, sicher habe ich Ihre Frage verstanden. Das habe ich ja schon erklärt. In Dortmund ist sie verhaftet worden? Von welcher Stelle? Von der Kriminalpolizei. Von der Kriminalpolizei. Ja, natürlich. Und ich will Ihnen auch das noch einmal, die zwei Beamtinnen am Dortmunder Arbeitsamt sind heute noch dort tätig, die genau den Vorfall kennen. Und zwar bin ich gefragt worden, ob ich bei Tönsow und Co. in Lütchen dort, also vorausgegangen ist ja diese Geschichte mit der Kristallnacht mit den Juden. Und mit dem Prädikat politisch unzuverlässig, von dem ich ja nichts wusste. Und dann hat das Arbeitsamt mich bestellt zum 29 Pfennig Stundenlohn, Tönsow und Co. Lütchen, Dortmund, Granatenfabrik. Da habe ich gesagt, für diesen Krieg drehe ich keine Granaten. Und daraufhin hat die eine gesagt, wollen Sie das wiederholen? Da hat die eine andere reingeholt, hat gesagt, ja. Und am nächsten Morgen, 9, haben sie mich geholt. Frau Zeugin, Sie haben vorhin erklärt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass Sie erst später erfahren haben, dass Sie als politisch Unzuverlässige geführt würden. Ja, als ich nach Ravensbrück kam, also als der Bogen, der Transport, wir kriegten ja, bevor wir auf Transport gingen, kriegten wir, da stand es drin. Also mit Daten, mit allem. Von wem kriegten Sie diese Bogen? Bevor wir abgeführt wurden. Also wir reisten ja in Etappen über Hannover, Berlin und so weiter. Bevor wir, also wenn die Transporte zusammengestellt wurden, kriegten wir diesen Schutzhaftbogen oder so einen roten. Und da hat es alles drauf gestanden. Da hat er noch mehr drin gestanden. Das war noch in Dortmund, ja. Wenn ich es richtig verstanden habe. Da, wo Sie gesammelt wurden. Ja, da hat auch noch mehr drin gestanden auf diesem Bogen. Zum Beispiel Jahre vorher habe ich einem Kind verboten, einen Stürmer zu lesen. Und wurde dadurch, das war noch lange vor dieser Sache, da wurde ich dann vor die Kreisleitung geholt und dann hat man mir gesagt, wieso ich sagen könnte, dass das keine Lektüre für ein Kind wäre, der Stürmer. Aber daraufhin ist mir noch nichts passiert. Aber das summierte sich alles sehr schön. Ist das soll das ein Schutzhaftbefehl gewesen sein? Natürlich. Diese Anweisung. Wurde Ihnen der gezeigt oder nur verlesen? Der wurde mir ausgehändigt. Wurde Ihnen ausgehändigt? Und wissen Sie, was mir von noch... Von der Kriminalpolizei, Frau Zeugin? Ja, also wie er wegging, wie alle. Die ich meine wegging. Von einer kriminalpolizeilichen Dienststelle. Kriminalpolizei. Ja, unten dieser Polizeimensch, der das machte, sagte, hier ist Ihr Bogen, morgen gehen Sie weg. Ich will Ihnen noch etwas sagen, was mir mitgegeben wurde. Wegen Widersetzlichkeit bei den Vernehmungen bei der Gestapo in dieser Judensache 38 und auch nachdem ich verhaftet war und die Arbeit nicht aufgenommen hatte, da wurden mir 25 Prügelstrafen. Der hat mir gesagt, ich schlage sie nicht mehr, das tun andere. Und wie ich angekommen war in Ravensbrück, war das Erste, dass ich diese 25 kriegte. Dafür sind auch noch überlebende Zeugen vorhanden. Ich habe dann eine weitere Frage. Können Sie uns an der Karte beschreiben, von welcher Stelle im Block 10 aus Sie die Beobachtungen im Hofraum gemacht haben? Ja, das habe ich ja deutlich gesagt.
Nein, die Stelle im Block 10 würde mich interessieren. Ja, an welchem gehen Sie vielleicht mal an die Karte da hinten. Da ist das Lager zu sehen. Und zeigen Sie mal, wo Sie gestanden haben, wie Sie diese Sachen gesehen haben. Darf ich mir jetzt eine andere Brille aufsetzen? Dann sehe ich sicher nicht. Wollen Sie dann bitte mitkommen? Ich kann es von hier aus sehen, verzeihen. Ja, das war die Stelle. Das war die Wand. Und hier waren Fenster. Hier waren Fenster, die waren von außen. Die ganze Seite. Verschalt. Von dieser Seite war alles mit Holz verschalt. Ach so. Und wissen Sie noch ungefähr, an welchem Fenster Sie etwa gestanden haben? Ja. Und im ersten Stock? Sagte sie. Jetzt. Ja, hat sie gesagt. Im ersten Stock haben Sie gestanden, nicht? Sagten Sie uns doch heute früh? Im ersten Stock, es könnte auch der zweite gewesen sein, das kann ich nicht mehr ganz genau sagen, denn das waren ja Schlafsäle. Was war's? Schlafsäle. Schlafsäle. Ja, da standen die dreistöckigen Betten übereinander, ganz eng, und man musste sich daran... Ja, hatte denn das Haus mehr als zwei Stöcke, das heißt mehr als Parterre und erster Stock? Ja, das hatte, unten war ja wir im Block 4. Die Blöcke waren ja egal angereiht, also in derselben Bauweise. Auch Block 10 hatte keinen anderen Stil. Ja, und da müsste er doch eigentlich nur gehabt haben Parterre und erster Stock und einen Dachraum. Nein, dann war es erster Stock. Bitte was? Dann war es erster Stock, denn ich bin Treppen raufgelaufen, hinter der Blockältesten, ja, die mich geholt hat. Das haben Sie heute Morgen auch so erzählt. Also das heißt, Sie waren im ersten Stock und die Stelle hat Sie auch angegeben. Haben Sie da noch etwas zu fragen? Ja, ich habe noch eine Frage, Frau Zeugin. Können Sie uns zeigen, an welcher Wand die erschossenen Häftlinge lagen? Die Leichen. Die Leichen, die Sie gesehen haben. Die Leichen lagen hier. Achtung. Hier. Dieser hohe Menschenberg. Das waren nicht eins und nicht zwei. Es waren Polen, wie ich hinterher erfuhr. Die erschossen wurden. Und zwar aus dem Häftlings, also wie sich das rumsprach, hier hat es geheißen, wäre mit der was schiefgelaufen im Krieg, dann haben die ja wahllos rausgezogen und haben dann irgendwen. Ja, dann nehmen Sie bitte wieder Platz. Ja. Haben Sie noch eine Frage? Ja. Das ist nach 22 Jahren. Also diesen Leichenberg. Gestapelten Leichenberg. Den werden Sie nicht vergessen. Nie. Und die durch das erste Gucken, unterstanden die anderen. Das kann ich auch nicht vergessen. Aber es war also so etwas, kann sich ein normaler Mensch mit normalen Fühlen und Denken nicht vorstellen. Überhaupt nicht vorstellen. Glauben Sie mir das? Dann nehmen Sie bitte wieder Platz. Haben Sie noch eine Frage? Frau Zeugin, können Sie sich etwa erinnern, wann das gewesen ist? Nicht genau der Tag, in welchem Monat? Nein, das kann ich beim besten Willen nicht. Ja, bei jeden Fall schon zu der Zeit, wo ich die Bekanntschaft des Herrn Stark gemacht hätte. Fragen Sie den, der wird es vielleicht wissen. Also, Herr Reichsmann, das hatten wir ja auch im Übrigen heute Morgen festgestellt. Wir haben nur den Zeitraum. Wir hatten nämlich festgestellt, dass im August die Zeugin rüberkam nach Birkenau. Ja, und im März ist sie und dass sie im März gekommen ist. Und ich hatte gesagt, ihre Tätigkeit an diesem Hauptbuch muss sich erstreckt haben auf die Zeit von April bis Anfang August. Ja, ich wollte jetzt etwas noch präzisiert haben nach Möglichkeit. Also genauer können Sie es uns wohl nicht sagen, Frau Zeugin. Es war zwischen April und August, also in der Zeit, wo Sie dieses Hauptbuch führten. Aber genauer können Sie es wohl nicht. Ja, es war jedenfalls in der Zeit, also
Es war jedenfalls in der Zeit, wo wir noch im Männerlager 1 waren. Ja. Frau Zeugin, was haben Sie nach Ihrer Entlassung aus Auschwitz im Dezember 43, wenn ich Sie richtig verstanden habe, gemacht? Ich bin ein Jahr lang in Auschwitz gewesen als Verwaltungsangestellte, der wegen politischer Unzuverlässigkeit Dienst verpflichtet. So. Waren Sie zwischenrein mal Wehrmachthelferin? Bitte? Waren Sie zwischenrein mal Wehrmachthelferin in dieser Zeitspanne? Ja. Meine Entlassung wollte ich tunlichst verkürzen. Ja, das haben Sie auch recht gehabt. Ich verstehe gar nicht, was das mit uns zu tun hat. Aber ich werde es. Ich lasse mal eine Frage fallen. Ich werde es der Interesse. Ist nicht nötig, ist nicht nötig. Frau Zeugin, Sie sind aus Irrtum, sind Sie nach Dortmund geschickt worden und sind dadurch. Nach dem Elsass. Oder nach dem Elsass und sind dort nachher von dort wieder zurückgeschickt worden und da kamen Sie wieder nach Auschwitz. Ja, da und wie ich nach Auschwitz zurückkam, da lag meine Einweisung. Fürs KZ schon wieder da. Frau Zeugin, ich habe meine Frage fallen gelassen. Danke sehr. Noch eine letzte Frage. Würden Sie uns sagen, wann und wo Sie geboren sind? Am 28.03.1906 in Dortmund. Danke sehr. Bitte. Sind von Seiten der Verteidigung noch Fragen zu stellen? Von Seiten der Angeklagten? Herr Sachverständiger, keine Frage mehr. Stark. Ich bestreite die von der Zeugin vorgebrachten beiden Belastungen. Kennen Sie die Zeugin? Nein. Sie kennen sie nicht? Nein, nicht mit Bewusstsein. Ja. Kennen Sie auch den Vorfall nicht, wo Sie diese Frau mit Namen Flora vor die Baracke geschickt haben, vor das Haus geschickt haben? Es war nicht meine Art, Sprechübungen abzuhalten oder Strafarbeiten anzuordnen. Im Block 11 war ich ebenfalls nicht bei Massenerschießungen weder anwesend, noch habe ich dabei mitgeschossen. Auch habe ich niemals eine Frau geschlagen. Wenn ich im Frauenlager zu tun hatte, durfte ich das nur unter Aufsicht einer Aufseherin, die jeden meiner Schritte überwachte und dafür sorgte, dass ich möglichst rasch wieder das Lager verließ. Ist es denn richtig, dass Sie die Aufsicht hatten, als Leiter der Aufnahmeabteilung die Aufsicht hatten über die Arbeit, die die Zeugin da gemacht hat? Wenn Sie unter Aufsicht verstehen, dass ich dabei gesessen habe, wie das im Männerlager üblich war, bei den Männeraufnahmekommandos, dann muss ich das verneinen. Nein, das hat die Zeugin auch nicht behauptet, sondern Sie seien am Tag 2 bis 3 Mal gekommen und hätten sich angesehen, was sie in der Zeit geleistet hätte. Nein, das habe ich nicht. Wenn ich einmal dort war, höchstens einmal am Tag, aber auch nicht jeden Tag. Ja, wer hat es denn außer Ihnen noch beaufsichtigt? Eine Aufseherin. Ja, die Aufseherin, die war doch eigentlich nur für die Aufrechterhaltung der Ordnung da. Jawohl. Aber doch nicht für die technische Durchführung des Auftrags, den die Zeugin hatte. Ich möchte so sagen, dass also am Anfang des Bestehens des Frauenlagers, dass sich da die weiblichen Häftlinge ziemlich selbst überlassen waren. Es wurden auch damals anfangs noch sehr viele Fehler gemacht. Können Sie sich denn entsinnen, dass damals ein Hauptbuch angelegt wurde? Nein. Dass die Karteikarten übertragen wurden in ein Hauptbuch? Nein, das weiß ich nicht. Das war auch nicht meine Aufgabe. Die Zeugin hat ja selbst gesagt, dass sie das nachher in der Häftlingsschreibstube weitergeführt hat. In Birkenau? In der Häftlingsschreibstube, nicht bei der Aufnahme. Ja, ja. Zunächst blieb sie bis zum August 1942 dort in diesem Block 4, wenn ich nicht irre, und hat dort weiter geschrieben. Und als dann das Frauenlager in Birkenau eröffnet wurde, kam sie mit hinüber und hat dort weitergearbeitet. Jawohl. So die Zeugin. Das Hauptbuch muss also eine Angelegenheit der Häftlingsschreibstube gewesen sein. Ich habe dort nur Vordrucke, also Personalbogen und Karteikarten hingebracht und die fertigen abgeholt. Ich habe das nachher bei mir, bei den Häftlingen oder von den Häftlingen noch mal alles durchsehen lassen. Ja, aber sehen Sie mal stark, was die Frau uns da erzählt hat, eben mit dieser Jüdin mit Vornamen Flora.
Das hat sie doch in allen Einzelheiten uns so genau erzählt. Und mit den Strafarbeiten, die Sie aufgelegt hatten und die Art und Weise, wie Sie da im Einzelnen die Frau behandelt haben und so weiter und so weiter. Soll die sich das denn alles aus den Fingern gesogen haben? Das behaupte ich nicht, beziehungsweise wage ich nicht zu behaupten. Aber ich behaupte, dass ich so etwas niemals gemacht habe. Und in der Person ist gar kein Irrtum möglich, Frau Zeugin? Nein, aber jetzt schon gar nicht mehr. Nur die Tonart hat sich reichlich gemildert. Leider, dass Sie keinen Tonmann von dem haben, wie stark früher geschrien, getobt hat, geschlagen, gestoßen und getreten. Frauen und diese Jüdin, das war so ein harmloses Wesen. Er sah diese, und je mehr sie zitterte vor ihm, umso größer war das, was er ihr antat. Das ist wahr. Sehen Sie, ich habe nicht mehr lange zu leben. Warum sollte ich Ihnen die Unwahrheit sagen oder einen Mann belasten? Ja. Warum? Also jedenfalls, Sie bleiben dabei, dass es so gewesen unbedingt ist. Unbedingt. Außerdem gibt es ja auch, Eugenia Schulow ist eine Wienerin gewesen, die in Amerika heute verheiratet ist. Die war dabei. Hildegard Schuleit lebt in Berlin. Die war auch dabei. Moment, das wollen wir uns doch mal ein bisschen aufschauen. Ja. Wie heißt die Dame aus Berlin, Hildegard? Hildegard Schuleit. Schuleit. S-C-H-U? Ja. L-A? Nein, S-C-H-U-L-E-I-T. Hildegard Schuleit. Ja. Wissen Sie, wo die in Berlin wohnt? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen, aber das wird ja festgestellt. Wissen Sie, ob sie in West-Berlin wohnt oder in Ost-Berlin? West-Berlin auf alle Fälle. In West-Berlin. Und dann Eugenia Schulow. Ja. Das werden Sie wissen können, also die genaue Adresse werden Sie erfahren können, vielleicht durch Herrn Dr. Soswinski in Wien. Oder durch Herrn Dr. Dürrmeier, denn die ist mit einem Amerikaner verheiratet und die war ganz erheblich jung. Also ich bin heute 58, Gina Schulhoff war ganz jung. Hieß sie Schulhoff oder Schulhoff? Schulhoff. L-O-2-F. Ja, also Schulleit und Schulhoff, das ist... ein Zufall, dass die Namen sich so gleich. Herr Staatsmann, vielleicht lässt sich die... Aber die ist verheiratet mit einem King. Ja. Also die heißt heute Mrs. King. Hat ein King? Ja, hat einen Amerikaner geheiratet in Berlin. Vielleicht kann man in West-Berlin mal die Adresse von dieser Hildegard Schulheit feststellen, ja? Wäre doch mal von Interesse. Herr Staatsmann, ja. Ja, und diese Eugenia Schulheit hat in Berlin... einen Amerikaner geheiratet. King. Ja, den King geheiratet, die ist ja auch noch höchstwahrscheinlich da. Mhm. Es gibt ja von den 1000 deutschen Frauen leider sicher nur noch sehr wenige, die wir nach Auschwitz kamen. Aber das ist leider richtig. Das ist ja kein Freibrief für das. Ja. Ich würde nie die Unwahrheit sagen. Ich hasse diese Leute nicht. Hasse sie nicht. Ich verachte sie, aber ich hasse sie nicht. Herr Reichsmann, er hat was an Frau Zeugin, ist Ihnen bei Ihrer Vernehmung im Januar dieses Jahres ein Bild von dem Angeklagten stark? Ja, das hat sie bereits bejaht. Ja, ja, Moment. Haben Sie dabei den Angeklagten stark sogleich wiedererkannt? Ja, in den Staat sofort, in den früheren Jahren, also in seiner Jugendschönheit, ja. Sie haben aber das Protokoll mindestens sagt was anderes. Darf ich es Ihnen vorhalten? Blatt 5 Ihrer Vernehmung, unten der letzte Absatz. Bei Betrachtung des Bildes Nr. 27, das ist stark in seiner damaligen Zeit.
erklärt die Zeugin, einen so blonden Scheitel hatte der Stark. Ich glaube auch, dass er hier abgebildet ist. In Auschwitz sah er aber noch gemeiner und sadistischer aus, also auf diesem Bild, wenn man mit ihm sprach und so weiter. Das ist aber ein Bild aus der damaligen Zeit gewesen. Ja, sicher, aus der heutigen Zeit, bis in 22 Jahre her. Nein, ich meine, Sie haben verzichte auf weitere Fragen. Ja, aber warum? Ich habe das doch klar und eindeutig gesagt. Sonst sind keine Fragen mehr zu stellen. Burger, was haben Sie zu sagen zu dem Vorwurf? Gar nichts. Können Sie sich nicht erinnern daran, dass damals einer Aufseherin ein Persianermantel beschafft worden ist und dass Sie insofern eine Untersuchung anzustellen hatten? Ich habe leider gegen Aufseherinnen zahlreiche Ermittlungen führen müssen. Es war eine Kategorie von Aufseherinnen, die sich von denjenigen Häftlingen, die dort mit dem schwarzen Winkel Häftlingspositionen hatten, ob das nun Anweiserinnen, Blockältesten oder sonst was waren, nicht viel unterschieden. Ja, aber ich frage Sie nur, ob Sie sich erinnern können, dass Sie wegen eines solchen Mantels eine Untersuchung durchgeführt haben, bei dieser Gelegenheit die Frau auch so misshandelt haben wie die Frau. Ich bitte, die Zeugin gegen diese unverschämte Beleidigung in Schutz nehmen zu wollen, verglichen zu werden mit SS-Aufseherinnen. Ich halte das also für unerträglich. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich Ihnen hier in Ihre Befragung hineinfahre, zumal es sich nicht um eine Nebenklage handelt. Aber ich halte das für unerträglich, dass dem Burger hier gestattet wird, in einer derartig unverschämten Weise die Opfer dieser Mörder zu beleidigen. Ja, also, Burger. Verzeihen Sie bitte, ich möchte etwas dazu sagen. Mich hat der schwarze Winkel innerlich immer sehr belastet. Hat er. Aber ich habe ihn ja tragen müssen. Zu der Zeit, 40, gab es noch keinen Handel. 41, die hatten mehr Glück. Aber es war ja egal. Wir haben Nonnen gehabt im Lager, vor allen Dingen in Ravensbrück. Die trugen einen grünen Winkel. Also die Winkelfrage dürfte ja wohl für die Qualität eines Menschen, wenigstens heute, dürfte die eigentlich keine Rolle spielen. Meines Erachtens. Ja. Und vor allen Dingen ist es doch so, dass, wie ich eben schon gesagt habe, dass die Herren heute, Herr Burger hat eben bereits zugegeben, dass er gegen viele Aufseherinnen, also warum soll denn ausgerechnet dieser Vorfall, wie ich ihn Ihnen geschildert habe, nicht stimmen? Ja. Und seine Peitsche, hinterher haben die, auch das weiß ich, von Häftlingen haben behauptet, dass der hätte nur mit einem Ochsenzähmer geschlagen. Ich habe so ein Ding, also das jedenfalls, er hat mir dieses Gesicht derartig, ich war entstellt bis zur Unkenntlichkeit. Und die Aufseherin, die da im Lager, um die es ging, die haben mal alle gezittert. Die haben? Alle gezittert. Gezittert? Ja. Ja, also Sie können sich nicht darauf erinnern. Ich bin keiner Ermittlungssache gegen Aufseherin verschärfte Vernehmungen durchgeführt, noch viel weniger Misshandlungen gegen weibliche Häftlinge in dieser Form. Naja, dann nehmen Sie Platz. Sind wegen der Beeidigung Anträge zu stellen, nicht? Frau Zeugin, Sie können das, was Sie gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören. Ja, ja. Das kann ich. Dann haben Sie den Eid.